Liebchen mal eine Ballade geschrieben? Ich kenne Kinder, die haben das schon getan. Sohubani liest euch die Gewinner Balladen des Online-Schreibwettbewerbs 2023 vor. So, dann sind wir jetzt im Oktober, liebe Kinder. Platz 10 hat Sophia Bär aus Saint-Thomas in Frankreich gewonnen. Sie ist 11 Jahre alt und hat die Ballade Streit und Frieden geschrieben. Der Tag so schön wie das Licht. Alle denken, vergehen wird es nicht. Doch aus heiterem Himmel bricht die Schwärze herein. Nicht alles ist immer so wie im ersten Augenschein. Man hatte noch so viel Frieden empfunden, doch das Leid hatte bereits sein Opfer gefunden. Wohin die Wärme? Nichts mehr ist dort. Die Kälte ist da, wie bald in jedem anderen Ort. Sie dringt in jede Ritze rein, in dein Herz macht sie Risse nur klein. Doch wird es mehr ganz sicher, so lacht das Leid sein dunkles Gekicher. Noch scheint es hoffnungslos, so gib nicht auf, nicht kampflos. Denn wartet auf die Lösung, die sich hier befindet. Die Nacht weicht dem Tag und der Streit verschwindet. Es ist so plötzlich wie das Wetter, mal stürmisch, mal ruhig, immer im Gekletter. Und wie die Tagesuhr von Tag und Nacht, habe ich auch dies im Verdacht. Das Licht kommt wieder, die Sonne strahlt, sie ist die, die mit dem Frieden prahlt. Doch kommt die Schwärze wieder ganz gewiss, so fühlt es sich an wie ein neuer Riss. Sehr gut gemacht, Sophia. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 10. Und wenn du das nächste Mal auch dabei sein möchtest, dann schicke uns deine Ballade zu.